In meinen Träumen sah ich immer eine glänzende Zukunft vor mir. Ich träumte von Glück und Ruhm, denn ich war überzeugt, dass ich zu etwas Großem bestimmt sei. Das schrieb Edith Stein im Rückblick auf ihre Schulzeit. Sie stammte aus einer jüdischen Familie. Den Vater verlor sie, als sie noch keine 2 Jahre alt war. Ihre Mutter hielt sich bei der Erziehung streng an das jüdische Gesetz. Als 14-Jährige hatte sie den Glauben der Väter verloren, was bei vielen Jugendlichen leider Gottes auch heute ja immer wieder vorkommt. Sie nannte sich selbst eine Atheistin, eine Gottlose, weil sie nicht an das Dasein Gottes glauben konnte. Unermüdlich suchte sie nach der Wahrheit, nicht ahnend, dass sie damit letztlich den suchte, der ja die Wahrheit schlechthin ist, unseren Herrn Jesus Christus. Mit Auszeichnung bestand sie die Reifeprüfung, studierte Philosophie, promovierte summa cum laude und wurde wissenschaftliche Assistentin des berühmten Philosophen Edmund Husserl. Edith Stein verfasste eine Habilitationsschrift, die von Husserl zwar veröffentlicht, aber niemals wirklich angenommen wurde. Sie wäre nach Abschluss ihrer Studien gerne Professorin an der Universität geworden, wurde aber mehrmals zurückgewiesen, auch weil sie gerade eine Frau war. Eines Tages zu Gast bei einer Freundin hatte sie freien Zugang zu einem Bücherschrank. Edith Stein erinnert sich: Ich griff hinein aufs Geradewohl und holte ein umfangreiches Buch hervor. Es trug den Titel »Leben der heiligen Teresa von Avila, von ihr selbst geschrieben«. Ich begann zu lesen und war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sagte ich mir, das ist die Wahrheit. Edith Stein konvertierte zum Christentum und sagt, eigentlich wollte sie nach der Taufe sofort in den Karmel eintreten. Aber sie folgte dem Rat, zuerst in der katholischen Kirche heimisch zu werden. Was bei manchen, die gerne Ordensleute werden wollen, das haben wir in unserem Stift auch immer wieder mal gehabt, sicherlich ein guter Rat ist, um danach dann den Weg in die Gemeinschaft zu finden, so wie es Edith Stein getan hat. Denn als sie später in den Karmel von Köln eingetreten war, musste sie dann fliehen vor den Nationalsozialisten und kam nach Holland, in den Karmel von Echt. Im Jahr 1940 wurde Holland von den Deutschen besetzt, sodass die Gefahr, der sie in Köln entkommen war, sie dann hier einholte. Am 26. Juli 1942 ließen die holländischen Bischöfe einen Hirtenbrief verlesen, in dem sie gegen die Judenverfolgung protestierten. Die Machthaber nahmen furchtbar Rache. Die katholischen Juden wurden verhaftet, auch die mittlerweile Schwester Teresa Benedikta vom Kreuz, genannte Edith Stein, wurde abgeführt. Die Verhafteten kamen in das Konzentrationslager Auschwitz und wurden in die Gaskammer geführt und ermordet. Am 11. Oktober 1998 wurde Edith Stein mit dem Ordensnamen Schwester Teresa Benedikta vom Kreuz heilig gesprochen. Und mit ihr dürfen wir Rückschau halten und vielleicht auch hier und da Punkte fürs eigene Leben vielleicht mitnehmen. Wenn sie sagt, in der Zeit unmittelbar vor und noch eine ganze Weile nach meiner Konversion habe ich gemeint, ein religiöses Leben führen hieße, alles Irdische aufgeben und nur noch in Gedanken an göttliche Dinge leben. Allmählich habe ich aber einsehen gelernt,
dass in dieser Welt anderes von uns verlangt wird und dass selbst im beschaulichsten Leben die Verbindung mit der Welt nicht durchschnitten werden darf. Ich glaube sogar, je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, desto mehr muss er auch in diesem Sinne aus sich herausgehen. Das heißt, in die Welt hinein, um das göttliche Leben in sich hinein, in sie hineinzutragen. Liebe Schwestern und Brüder, als heilig gesprochene ist sie eine große Frauengestalt, wie zum Beispiel auch Schwester Restituta Kafka. In einer menschenverachtenden Zeit, in einer sehr traurigen Geschichtsepoche, hat sie ein mutiges Zeichen gesetzt, worauf es im Leben ankommt. Und solch ein mutiges Bekenntnis von Männern und Frauen wie sie oder wie zum Beispiel, um mal einen Mann zu nehmen, den Löwen von Münster, Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster, die sich für Gott und die Menschenwürde eingesetzt haben, das kann, darf und sollte auch jeden von uns immer wieder ermutigen, dem Gewissen folgend für Liebe und Wahrheit im Glauben an Jesus Christus Zeugnis zu geben. Amen. Thank you.